Seit 2008 flimmert der Bergdoktor über die Fernsehbildschirme und ist damit fast schon ein Urgestein des deutschen Fernsehens. Das ein oder andere Drama macht die Serie so spannend und erfolgreich. Doch wie läuft es eigentlich hinter der Kamera ab? Auf der Charity-Veranstaltung Magic of Christmas in München spricht Schauspieler Marc Keller mit bunte.de über sein Verhältnis zu Schauspielkollege Hans Siegel. Ja, 16 Jahre drehen wir mittlerweile, da ist es schon wie so eine Familie. Manche Ehen halten keine 16 Jahre, muss man sagen. Und Hans ist ein sehr guter Kollege und wir sind echt befreundet. Und wir haben so den gleichen Humor, wir lieben die gleichen Filme. Als Dr. Martin Gruber und Dr. Alexander Kahnweiler retten die beiden Menschenleben. Das Drehbuch ist manchmal ernst, doch die Stimmung unentwegt humorvoll, wie Marc im Interview erzählt. Jeder Drehtag ist für mich wirklich nur, ich gehe immer versuchen, nicht zu lachen. Ja. Und dann komme ich nach Hause und sage, ey, wir haben uns so bepisst vor Lachen. Und das ist unglaublich. Und das ist, obwohl wir ernste Themen haben, lachen wir trotzdem nur. Verrückt. Hochemotionale Szenen über Krankheiten und wir haben immer Lachkrämpfe. Es ist natürlich, im Film sieht man es nicht, aber vielleicht sieht man es doch beim Dr. K. Oder spürt es. Aber am Ende schafft es ja auch wieder. Ja, natürlich. Trotz Lachens. Ja, wir dürfen uns halt nicht anschauen. Wir drehen dann immer so. Wenn jetzt, ich meine, ihr halt am Ende. Ja, wenn das jetzt Hans seine Augen sind, spiele ich immer so. Und geht es dir gut? Ja, natürlich nicht schauen. Es ist verrückt. No.